Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal ein Video zu einer Powerbank. Da wurde ich angefragt, ob ich das mal vorstellen würde, weil ich habe ja schon einige Powerbanks vorgestellt und ob ich die mal testen wollen würde. Und da habe ich gesagt, 20.000 mAh. Geil, klar. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil die sah auch vom Design sehr schön aus. Also nicht zu übertrieben. Wir packen die jetzt erstmal aus. Ja? Ich habe die ja schon mal ausgepackt. Also nicht wundern, die war schon mal ausgepackt, um Fotos zu machen. Wo war denn das jetzt? Hier. So. Und wir haben hier dann noch so ein Säckchen mit bei und hier sind auch die Kabeleien mit bei. So, da haben wir einmal hier so ein Sack, da können wir die dann reinmachen. Und hier ist dann halt noch ein USB-Kabel, der auch meiner Meinung nach ziemlich dick ist, was ich halt gut finde auch. Ja. Dann haben wir halt hier noch das. Ach so, dann ist hier nochmal so eine Karte mit bei, dass wenn man gekauft hat und zufrieden ist, doch bei Amazon bewerten soll. Und wir haben ein Heft mit bei, also ein Anleitungsheft in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch und Guarante. Also ich habe keine Ahnung, was Guarante sein soll. Den Tee kannte ich noch nicht. Ab Seite 5 ist in Deutsch. Ja, die Schrift ist ziemlich klein für mich jetzt, aber für euch halt nicht. Aber man kann das Wichtigste und das Notwendigste drauf lesen. So, und jetzt zeige ich euch das gute Stück. Der sieht wirklich gut aus. Ich konnte mir dann aussuchen, ob ich einen Weiß oder einen Schwarz haben will. Hier auf der Verpackung habt ihr dann auch nochmal beide drauf. Ich habe mit Absicht in Schwarz-Gold genommen. Weil der einfach geil aussah. Und jetzt guckt euch mal den dicken Klopper an. Ich halt mal mein Handy daneben. Dass ihr so eine kleine Vorstellung haben könnt. Ja. Also das Ding ist mindestens dreimal so dick wie mein Samsung Galaxy S3. Ach Quatsch, S5 Neo, Mensch. Ich habe auch extra die Küchenwaage geholt. So, und dann werden wir das Ding mal wiegen. Hello! Das Ding wiegt 438,7 Gramm. Also fast 500. Achso, muss das mal ausmachen, die Küchenwaage. Vielleicht mein Frauchen dann wieder. So, dann haben wir praktisch hier vorne alles schwarz, hier vorne ist dann noch ein Display, hier steht die Firma drauf, hier ist der USB-Anschluss und sonst ist hier nichts weiter, außer noch der Powerknopf auf der anderen Seite, praktisch Powerknopf, USB-Anschluss, oh Katzen, sonst ist hier nichts, ja, mein Kater, und hier vorne haben wir dann zwei USB-Anschlüsse, seht ihr das, ja, und hier ist so ein kleines Licht. Die sind wirklich nur Ausgänge und Eingang ist halt dieser hier. Darüber wird die Powerbank beladen. Und wenn ich jetzt den Powerknopf drücke, einmal, dann seht ihr da 98% Energie ist drauf. Und wenn ich ihn gedrückt halte, geht hier vorne die Lampe an. Ich halte nochmal gedrückt. Geht aus. An. Und Lampe. Und gedrückt halten aus. Warum ich mich für eine 20.000 mAh Akku noch begeistern kann oder konnte, weil mir ständig irgendwie unterwegs der Akku flöten geht. Ich habe zwar eine Powerbank, die ich für mein Handy benutze, aber eine reicht nicht. Wenn ich da eine unterwegs habe für mein Handy und ich jetzt meinen Camcorder mit bei habe,
ist es halt schon ein bisschen problematisch. Und die ist ziemlich klein. Die ist für die Tasche ist die gut. Ich brauche da aber noch was Großes, wenn ich jetzt am Strand bin. Zum Beispiel jetzt im Sommer fahre ich natürlich wieder mit meiner Freundin an den Strand, mit meiner Tochter an den Strand. Freunde ist ja meistens arbeiten. Da brauche ich auf jeden Fall zwei Ausgänge für die Bluetooth-Box zum Laden und für mein Handy. Und hiermit hoffe ich, dass ich da genug Power habe, dass ich locker über den Tag komme, weil ich muss mein Handy so 2 bis 3 Mal am Tag laden. Klingt doof, ist aber so. Ich mache ja meistens, knatsche ich schon an Ladestationen, wenn es bei 50-40% so ist, weil dann funktioniert meistens schon nicht mehr, dass es vibriert. Ich habe es ja immer auf Vibrieren und Ton aus, außer jetzt, warte mal Ton an. Und das Vibrieren funktioniert dann nicht, weil durch die Energiespareinstellung, was ich da so eingestellt habe. So. Und hiermit hoffe ich, dass ich dann da über den Tag komme und vor allen Dingen die Bluetooth-Box, weil die frisst ja auch ein bisschen Akku. Und ich möchte nicht 2 kleine Powerbanks mitnehmen, ich möchte dann lieber eine große, fette Powerbank mitnehmen. Deswegen diese. Auch wegen platztechnischen Gründen im Auto. So. Ich kann dazu jetzt noch nicht sagen, ich habe noch nicht benutzt. Wir werden sie jetzt mal benutzen. Ich habe sie aber noch nicht im Langzeittest benutzt. Ich habe nur einmal Fotos gemacht. Und mehr war da auch nicht. Benutzen werde ich sie jetzt erstmal in der nächsten Zeit. So, dann machen wir da einfach mal den Akku da ran. Und dann den Kabel da unten ran. So, jetzt leuchtet automatisch die 98%. Handy, ach, meine Nichte hat geschrieben, muss man mal wegmachen, das müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Im Handy blinkt auch, ja, ich bin schon wieder. Seht ihr nicht, oder? Seht ihr nicht. Ich bin bei 59% jetzt, eben war ich bei 57%. So, und der Blue hat auch, ja, der Blue hat auch geschrieben. Was hat er geschrieben? Danke, denke schon. Achso, da habe ich gefragt wegen Ghost Weekend, weil wir wollen zusammen Ghost Weekend spielen. Und der wird er sich nächsten Monat holen, denke schon, hat er deswegen geschrieben. So, werde ich gleich antworten. Entladet, ich bin jetzt schon bei 60%. Ach, scheiße, das seht ihr schlecht. Mist, das könnt ihr echt schlecht sehen. Das funktioniert echt schnell. Ich bin immer noch bei 98% beim Dings und hier bin ich jetzt gerade auf 60% hochgestiegen. Ist ja cool. Ja, die werde ich jetzt erstmal in den nächsten Tagen testen und wenn ich da dann mehr zu sagen kann, ich werde die jetzt zu Hause einfach die ganze Zeit benutzen. Und sobald ich mehr dazu sagen kann, werde ich dann nochmal ein Abschlussvideo machen. Und dann würde ich mich jetzt hier jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr dazu Fragen habt, einfach raus damit. Allzu viel werde ich wahrscheinlich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht beantworten können, weil ich, wie gesagt, jetzt erstmal noch am Testen bin. Aber sobald ich da dann was weiß, werde ich auch gegebenenfalls auf die Nachrichten antworten. Bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden, wie ihr sagt. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ahoi, sagt euer Odin.